preis dem Herrn, wir sind immer noch, also vielleicht nicht mehr mitten so mathematisch gesehen, aber vielleicht im letzten Drittel einer Reihe über Wandel im Geist. Und Wandel im Geist ist eins der wichtigsten Themen. Das ist einfach eine Tatsache, der du dich nicht verschließen kannst, denn es ist ganz einfach. Wenn du von neuem geboren bist, dann lebst du im Geist. Dann wandelst du im Geist. Das ist, was Gott von uns erwartet. Und Gott erwartet von uns nichts, was wir nicht tun können. Er erwartet von uns nichts Übermenschliches. Doch übermenschlich schon, aber er erwartet von uns nichts, wo er uns nicht das Ausrüstungszeug, das Handwerkzeug, das, was wir brauchen, dazu direkt gibt. Der Punkt ist einfach, wenn du am Montagmorgen zum Beispiel zur Arbeit kommst, je nachdem, wo du arbeitest, die meisten von uns, wir haben irgendwelches Handwerkzeug. Wir haben irgendetwas, womit wir unsere Arbeit verrichten. Also wenn die Sarah zum Beispiel am Mittwoch im Büro ist, dann geht gar nichts ohne ihren Laptop. Also ohne ihr MacBook, aufklappen, zuklappen, anschließen, Kabel verlegen, zack, damit die Stromzufuhr gesichert ist und dann kann sie losarbeiten. Und was immer du sie fragst, sagt sie, ein Moment und guck mal so. Und schon ist das Ganze gemacht. Ja. Oder egal eigentlich, wo du arbeitest, egal was du tust, wo du arbeitest, jeder von uns hat irgendwelches Arbeitsgerät und sei es nur ein Stift und ein Blatt Papier oder dein Handy, deine Agenda oder was auch immer auf deinem Schreibtisch ist, bis hin natürlich zu Maschinen, Handwerkszeug, Ausrüstungszeug, Computer und so weiter. Wir haben alle Handwerkszeug. Das Problem ist einfach, wenn wir am Montagmorgen zur Arbeit kommen und wir setzen uns an unseren Schreibtisch, verschränken die Arme, fassen nichts an und dann kommt der Chef und sagt, könntest du bitte das und das und das erledigen? Könntest du mir bitte Flugtickets für die und die Dienstreise buchen? Nehmen wir mal an, wenn du als Assistent oder Assistentin irgendwo arbeitest oder was auch immer deine Aufgaben sind. Ja, oder die Janine kommt am Montagmorgen in die Schule und stellt sich so vor ihre Klasse. Das Hauptarbeitswerk eines Lehrers ist sein Mund und den verschränkt sie auch. Und das Problem ist, dass das Arbeitswerkzeug nicht von selber kommen wird. Das Telefon wird nicht zu dir kommen und sagen, hallo, der Chef hat gesagt, Flugtickets buchen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Computer, Telefon. Aber eins von beiden musst du nehmen, weil du musst in Kontakt treten mit einer Fluggesellschaft, du musst Informationen einholen und so weiter und so weiter. Ja, früher gab es Flugpläne und für den Zug Kursbücher und so weiter. Das ist ja alles schon lange, lange, lange her, wo man das im Papier hatte. Aber irgendetwas musst du tun. Das, was du tun sollst, wird nicht einfach über dich kommen. Jetzt kannst du aber nicht sagen, ja, also ich habe ich habe alles versucht, Chef, Flugtickets zu buchen, aber irgendwie ging das nicht. Dann sagt der Chef, okay, auf welchen Webseiten warst du denn? Ich habe den Computer gar nicht angerührt. Das würde ich nie machen, Herr. Das ist, Chef, das ist dein Computer. Du hast den bezahlt. Ich würde den nie anrühren. Okay, wo hast du angerufen? Das Telefon. Nein, du hast ja gesagt, wir sollen Kosten sparen. Ich wollte die Telefonkosten sparen und... Was würde der Chef zu dir sagen? Würde der nicht sagen, also ich gebe dir noch eine Chance und da muss ich mir leider jemand anders suchen. Und dann kommen wir ins Reich Gottes und benehmen uns genauso und wundern uns. Ich meine, der Herr Gott ist gut, er schmeißt dich nicht wieder raus. Aber du wunderst dich, warum Gott dich nicht gebraucht, um Zeichen, Wunder und Machttaten zu tun. Du wunderst dich, warum die Gemeinde immer noch halb leer ist. Du fragst dich, wo sind die Leute alle? Das ist nicht deine Frage. Der Herr fragt dich nämlich, wo bist du? Wo bist du, wenn ich die Gnade zum Arbeiten verteile? Wo bist du, wenn ich die Gnade zum Evangelisieren verteile? Wo bist du, wenn ich die Gnade zum Zeugnisgeben verteile? Wo bist du, wenn ich die Gnade zum Geben und Empfangen verteile? Wo bist du, wenn ich die Gnade von verschiedenen Befähigungen verteile? Und vielleicht sagst du sogar, ich bin hier und ich bin immer der Erste, der beim Gebetsaufruf vorgeht. Da sind wir genau an dem Punkt, wo der Chef dann sagt zu seinem Angestellten, hör zu,
ich habe dir einen teuren Computer gekauft. Ja. So wie du das Ding aufklappst, ja, so wie du das Notebook aufklappst, bist du schon hochgefahren, du musst nichts weiter machen, du musst einfach das richtige Programm öffnen, kannst losarbeiten. Ich habe dir ein Telefon mit Freisprechanlage, schnurlos und sonst was alles. Du musst dem Telefon nur zurufen und auf deine Stimmeerkennung hin wählt das schon die richtige Nummer und so weiter. Da kannst du nicht hingehen und sagen, ja Chef, aber also teure Ausgaben hättest du nicht machen. Ich mache doch sowieso nichts, das wissen wir doch beide. Würdest du das zu deinem Chef sagen? Warum kommst du, lässt dich von Gott zurüsten, stehst in der Reihe, lässt dir die Hände auflegen und wenn es soweit ist, stehst du vor dem Herrn und sagst, Herr, wir wissen doch beide, dass ich das nicht kann. Wir wissen doch beide, dass ich nicht Zeugnis geben kann. Wir wissen doch beide, dass ich nicht gut reden kann. Und du weißt doch, Herr, dass ich Angst habe, dass es meiner Karriere schadet, wenn im Internet jemand mich sieht, wenn ich da Zeugnis gebe oder was die Leute dann reden. Du kennst doch meine Familie, Herr. Du weißt, was ich für Probleme kriege. Und Herr, du weißt, wie peinlich das ist. Herr, du weißt, ich sehe nie gut aus auf dem Video. Und Herr, du weißt, ich kann Leute nicht ansprechen. Herr, du weißt, das ist mir so unsicher. Ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll. Herr, du weißt, ich werd nicht so warm mit dem David, der ist immer so forsch und Herr, du weißt, Herr, also da, ich kann da nicht mit evangelisieren gehen. Herr, du weißt, was glaubst du, was Gott dir antworten würde? Komm her, mein liebes Kind, dann gebe ich dir einfach noch ein bisschen Geld, dass du dich noch ein bisschen vergnügen kannst. Dann gebe ich dir einfach noch ein bisschen mehr, womit du noch tiefer in Sünde reinkommst. Ich gebe dir noch was, was dich noch mehr ablenkt von dem, was du eigentlich tun solltest. Glaubst du wirklich, dass Gott das sagt? Ich persönlich glaube, und das macht nämlich auch der Chef. Was macht der Chef? Bleiben wir erstmal beim Chef, das können wir uns alle gut vorstellen, weil die meisten von uns haben einen Chef. Und du weißt es nicht genau, weil du das nie wagen würdest, aber du hast eine vage Ahnung davon, was passieren würde, wenn du den ganzen Montag nichts anderes getan hättest, als deine gekreuzten Arme verwaltet und deinen Mund geschlossen und vielleicht zwischendurch mal einen kleinen Powernap gemacht. Du wüsstest genau, was der Chef sagen würde, wenn dein Schreibtisch am Mittag noch genauso aussieht wie am Morgen. Du wüsstest genau, die Janine weiß genau, was in ihrer Klasse passieren würde, wenn nicht das Erste, wenn sie zur Tür reinkommen wäre, dass sie ihren Mund aufmacht und etwas spricht, um Autorität auszuüben. Ja, wir alle wissen das. Und wir tun es nicht. Warum? Weil es unsinnig ist. Aber warum benehmen wir uns so unsinnig, wenn es zum Reich Gottes kommt? Und dann stellen wir uns vor den Pastor hin und sagen, ja Pastor, aber die Gemeinde wächst ja nicht. Es sind ja genauso viele leere Stühle wie letzte Woche. Es muss an deiner Predigt liegen. Vielleicht sollst du deine Frau nicht so oft predigen lassen. Die bringt alle so in Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir nicht anfangen, genauso klar, genauso, und dafür kannst du gern deinen gesunden Menschenverstand verwenden. Wenn wir nicht genauso gut sortiert in unserem Gehirn die Dinge Gottes angehen, dann werden wir nichts erreichen. Und Leben im Geist bedeutet, auf Gottes Art zu leben. Und das ist der einzige Weg, wie du im Reich Gottes wirklich leben kannst. Alles andere ist Leben in der Welt. Sorry, wenn ich das jetzt so knallhart sage. Und du lebst entweder im Reich Gottes oder in der Welt. Du kannst auch als Christ in der Welt leben. Du kannst auch mit so einem Badge gläubig, du kannst den ganzen Tag Jesus rufen und lebst trotzdem gemäß den Gesetzen der Welt. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Wenn ihr meinen Post heute Morgen gelesen habt, dann habt ihr, oder wenn ihr Johannes 5 gelesen habt, das spielt keine Rolle, weil dann habt ihr das auf jeden Fall auch gelesen. Jesus selbst, Jesus ist auf die Erde gekommen. Und als er auf die Erde kam, er hat ja erst dann später beim letzten Abendmahl und in den Zeiten so kurz bevor er wusste, dass er gekreuzigt würde, hat er angefangen, den Jüngern zu erklären, wer der Heilige Geist ist, dass er kommen wird und so weiter. Vorher ist der Heilige Geist nur ein einziges Mal aufgetaucht, nämlich bei seiner Taufe. Bei Jesu Taufe haben wir einmal die Situation, dass der Heilige Geist erwähnt ist. Und vorher, der Geist führt ihn in die Wüste.
Aber dann ist lange nichts, sondern Jesus agiert einfach als Sohn Gottes, als Sohn des Menschen, als Sohn Gottes. Und dann kommt diese interessante Aussage in Johannes 5, dass Jesus sagt, der Sohn tut nichts, außer was er dem Vater tun sieht. Das heißt, du könntest sagen, der Sohn Gottes macht nichts, außer was ihm der Geist Gottes zeigt. Denn er hat nicht einen direkten Blick gehabt, ist auf den Berg gestiegen und dann ging der Himmel auf und dann hat er mit seinen physischen Augen da oben gesehen, auf dem Thron saß Gott und Gott hat dann runtergerufen, geh nach Kapernaum, heil einen und da sind noch zwei Blinde und in Samaria am Brunnen, da wartet noch eine Frau auf dich. Ah ja, und ihr hattet schon ein paar Männer, sag ihr das. So war das nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch das vorstellt. Manchmal hat man das Gefühl, Christen stellen sich das alles so völlig. Nein, das war was ganz Normales. Jesus hat sich zurückgezogen am frühen Morgen. Und das liest du viele, viele Male. Manchmal die ganze Nacht. Aber häufig am frühen Morgen oder in den Morgenstunden hat er sich zurückgezogen, ist auf einen Berg gestiegen. Ich kann mir vorstellen, das war nicht unbedingt, weil er so ein großer Bergsteiger war, sondern ich kann mir vorstellen, dass auf einen Berg zu steigen für ihn eine gute Möglichkeit war, einfach allein zu sein, für sich zu sein. Denn wenn er in irgendeine Stadt oder irgendwo kam, selbst in seinem eigenen Haus, haben die Menschen ihn, gestürmt, überrollt. Nein, so, sie waren einfach da. Ja. Also, ich glaube, er hat sich zurückgezogen, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, um sich auf den Geist wieder einzustellen, um zu schauen, bin ich mit dem Geist Gottes, sind wir in Einheit? Das, was wir in der stillen Zeit machen. Und ich glaube, er hat dieselben Dinge getan, die du und ich tun. Er hat das Wort Gottes studiert. Wir wissen schon vom 12-jährigen Jesus, dass er die Schriften studierte und zum Teil auswendig konnte. Er hat in seinen Gedanken nachgedacht über die Worte, die der Vater ihm gesagt hat. Er hat den Herrn angebetet. Er hat mit seinem Vater geredet, aber nicht im Natürlichen, sondern im Geist. Und so wie heute war auch damals bei Jesus, dem Menschensohn, bei dem menschlichen Jesus, der Heilige Geist der Vermittler. Und der Heilige Geist hat ihm die Dinge gezeigt. Woher weiß ich das? Weil Jesus so klar den Dienst des Heiligen Geistes beschreiben konnte. Weil er in Johannes, kannst du es lesen, Johannes 14, 15, 16, wo über den Heiligen Geist geredet wird, eine Beschreibung ist, er wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Woher weiß er das? Ja, das ist ihm eingegeben worden. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist zu Lebzeiten Jesu, insbesondere in diesen Zeiten, wo er zurückgezogen war, Jesus an alles erinnert hat, was durch die Schriften Gott festgelegt hat, wie sein Plan, wie seine Aufgabe auf der Erde war und wie er das dann am Kreuz zu vollenden hatte. Ich glaube, dass der Heilige Geist genauso, und du kannst es sehen, dass Jesus, wir könnten, wenn wir Zeit hätten, studieren, Jesus hat in allen 5 Geistesgaben agiert. Warum? Weil wir gesehen haben, dass der Geist wie eine Taube auf ihn kam. Das heißt, der Heilige Geist war in ihm und auf ihm seit seiner Geburt. Ja, ich meine, was ist es anders als die Gabe von Wunderwirkungen, zum Beispiel einen Sturm zu stillen oder auf den See zu gehen? Gaben von Heilung müssen wir gar nicht drüber reden. Was ist es anderes als die Gabe des Glaubens, zu jemandem zu sagen, dem alle anderen Zeugnis geben, die es gesehen haben, ja, deine Tochter ist tot, bemühe den Lehrer nicht mehr. Oder als dieser Jüngling von Nein im Totenzug auf der Bahre durch den Ort getragen wurde zum Friedhof hin. Was ist es anderes als die Gabe des Glaubens, hinzugehen und den aufzuerwecken? Du kannst keins von diesen Dingen tun, ohne die Gabe des Glaubens. Wenn ihr euch erinnert, Pastor Jens hat als er sein Zeugnis erzählt hat, wie er das erste Mal eine Person von den Toten auferweckt hat. Er hat gesagt, nachdem er lange Zeit alles gebetet hatte, was ihm einfiel, spürte er, wie plötzlich etwas in ihm aufgestanden ist. Die Gabe des Glaubens, die aktiv wird. Ja, und ich glaube, Jesus gibt uns ein perfektes Beispiel über im Geist zu leben. Und dann sagt er sowas.
Der Sohn tut nichts, außer was er den Vater tun sieht. Jesus hat nicht ein einziges Werk getan, außer dass Gott es ihm vorher gesagt hat. Und das Verrückte ist, wenn man darüber anfängt zu predigen, und ich habe schon viele Male darüber gepredigt, wenn man anfängt darüber zu predigen, dann kommen die Superschlauen und sagen einem dann, ja, also dann meinst du, ich soll am Morgen aufstehen und fragen, Herr, ist es heute ein Werk, dass ich zu meiner Arbeit gehe? Herr, ist das ein, was ist jetzt das Werk? Der rote Pullover oder die blaue Bluse oder das graue Jackett? Sprich zu mir, Herr. Und plötzlich werden wir wieder so völlig, also kommen wir wieder zurück zum Chef im Büro. Wenn der Chef sagt, buch mir ein Flugticket, ja, dann möchtest du nicht hingehen oder dann gehst du normalerweise nicht hin und sagst, ja, soll ich den Computer erst hochfahren oder soll ich das Telefon nehmen oder Herr, also Chef, was würdest du sagen, soll ich vielleicht lieber eine Webseite nehmen, wo ich mehrere Flüge vergleiche, willst du lieber ein Dreck, soll ich das oder soll ich vielleicht lieber, ich könnte mal gucken, ich habe da irgend so was gesehen und da gibt es so eine Webseite, da kann man noch Restpostenflüge. Oder soll ich dir sagen, was ich als Chef sagen würde? Ich würde sagen, setz dich auf deinen Hintern, mach den Computer an und finde einen Flug. Es ist mir egal, wie du es machst. Ich möchte einen Flug. Möglichst zu den Zeiten, die ich dir gesagt habe, möglichst in dem Preisrahmen, den ich dir gesagt habe und möglichst schnell. Punkt. Es interessiert nicht, ob du den roten, den grünen, den blauen Pullover anziehst. Ja, aber weißt du, wir wissen ja alle, wenn dann Gott zum Beispiel zu jemandem geredet hat, du wirst eine Frau treffen im roten Pullover und dann wirst du zu ihr sagen, also wenn du nicht glaubst, dass Gott so allmächtig ist, dass er vorher weiß, welchen Pullover du anziehst, dass nicht du rausfinden musst, welchen Pullover du anziehst, sondern du ziehst einfach an und der Herr wusste schon vorher, wie du dich entscheidest, dann denke ich, solltest du erstmal mit den höheren Geistesgaben und dem Dienen für andere warten. Dann solltest du erstmal anfangen, deine Bibel für dich selbst zu lesen. Ja, und das ist eben dieser Punkt, wo ich ganz ehrlich sage, den verstehe ich manchmal nicht. So wie es zu geistlichen Dingen kommt. Kann man sich so blöd anstellen? Dabei gibt es überhaupt, wir haben uns heute Morgen im Auto gerade drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von Adrian Blas, Tagebuch eines frommen Chaoten. Ja, da gibt es diese wunderbare Episode zum Beispiel, die fiel mir heute Morgen gerade ein. Also er bemisst alle Predigten in Gummibärchenlängen. Das Schwierige an den Gummibärchen ist nicht nur, wie lang man die isst oder wie lang man die im Mund hat, sondern man muss die so aus seiner Tasche holen, dass niemand irgendwas merkt, muss die so in den Mund befördern, dass niemand sieht, weil natürlich isst man während der Predigt nicht. Natürlich macht man das nicht im Gottesdienst. So, und der Pastor predigt über, es muss genau die Stelle gewesen sein, zu der ich gleich komme, im Galater 5, ja, und zählt also Früchte, die Frucht, die Werke des Fleisches auf, ja, und kommt also an den Punkt Wollust, ja, Wollust. Und in dem Moment fliegt dem frommen Chaoten seine ganze Gummibärchentüte, alles fällt ihm runter, alle sehen, dass er da sitzt mit Gummibärchen und so weiter. Ja, und so viele Christen, die ich kenne, gut, das ist jetzt schon ein paar Jährchen, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte her, dass das Buch rauskam. Und so viele Christen, die ich kenne, die dieses Buch gelesen haben, lachen herzhaft darüber, um sich dann die nächste Woche genauso zu benehmen. Und also vielleicht eine andere Buchempfehlung wäre zum Beispiel von C.S. Lewis, die Dienstanweisung an einen Unterteufel. Das ist ein ganz, ganz interessantes und witziges Buch, weil in diesem Buch geht es eigentlich darum, dass ein kleiner Teufel, ein kleiner Dämon, der soll sich jetzt bewähren. Und er kriegt alle Regeln, wie er jetzt den Christen zum Beispiel abhalten kann vom Gottesdienst und so weiter. Und so. Er kriegt alles. Ja. Und wenn du das Buch liest, also wie soll ich sagen? Man kennt fast in jedem Bereich Leute wieder. Und man muss aufpassen, dass man sich selber nicht erwischt. Ja, wie leicht es ist, dich von irgendwas abbringen zu lassen.
Aber wenn ich dir jetzt sagen würde, wir veranstalten heute Nachmittag eine Schnitzeljagd und am Ende dieser Schnitzeljagd gibt es eine Tasche oder ein Geldbeutel mit 100.000 Franken und der Erste, der diesen Geldbeutel findet, der darf ihn behalten. Ich kann euch sagen, ihr würdet euer Letztes geben dafür. Das Allerletzte. Warum? Ist ganz einfach. Weil ihr das haben wollt, weil das ein Ziel ist, das euch vor Augen liegt und das, auf das ihr hingehen wollt. Warum wirst du so komisch und so völlig hirnleer, gedankenfrei, intelligenzlos oder ich weiß nicht, was mir noch einfällt, wenn es zum Reich Gottes kommt? Es ist ganz einfach, weil dein Herz nicht dort ist. Das ist, warum Pastor Manfred vorhin gebetet hat, dass der Herr einen geistlichen Hunger löst. Das ist, was Pastor Jens viele, viele Male sagt. Du kannst nicht in Erweckung kommen und auch nicht in Erweckung bleiben, selbst wenn du das Feuer hattest. Wenn du nicht lernst, einen Hunger zu kultivieren, ein Verlangen zu kultivieren. Und es geht nur, wenn du im Geist lebst. Und Leben im Geist bedeutet eigentlich nichts anderes. Wenn du es auf einen Punkt bringst, ja ganz praktisch. Leben im Geist heißt, leben jeden Tag in Abhängigkeit von Gott, vom Wort Gottes, von dem, was du weißt, was in den Schriften geschrieben steht, von dem, was du erkannt hast, plus das, was der Herr dir jeden Tag dazu gibt. Ja, und anstatt zu beten, was du anziehen sollst, betest du lieber, Herr, was sind die vorbereiteten Werke heute? Also es ist sicher ein vorbereitetes Werk, dass du was anziehst, aber das liegt mehr oder weniger in deiner Freiheit. Ja. So, mancher Prediger würde jetzt noch sagen, wir sind froh, dass du was angezogen hast, das sage ich nicht. Aber preis dem Herrn. Lasst uns zusammen aufschlagen. Galater 5. Und ich fange vielleicht einfach mal an. Bei Vers 16. Galater 5, Vers 16. Und wenn wir über eine Serie von Wandelt im Geist, Wandel im Geist, Leben im Geist sind, dann sollten wir diesen Bibelvers, den wir fast bis zum Schluss aufgespart haben, in besonderer Weise betrachten. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Gehen wir es mal einzeln durch. Ich fange mal an bei dem, ich möchte aber noch eine andere Übersetzung schnell geben. Wandelt im Geist. Das eine ist die Schlachter, die sagt, ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und Elberfelder sagt, ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Du kannst auch sagen, das Reich Gottes, das Reich der Welt. Das Leben nach dem Fleisch, das Leben nach dem Geist. Du kannst nicht sagen, ich lebe nach dem Fleisch im Reich Gottes. Du kannst nicht sagen, ich lebe im Geist in der Welt. Also physisch leben wir, sind wir in dieser Welt, auf dieser Erde. Aber du kannst nicht, wenn ich jetzt sage, in der Welt, meine ich auf weltliche Art und Weise. Du kannst es nicht vermischen. Und es gibt eine ganz klare Linie. Deswegen sagt ja Hebräer 4, Vers 12, dass das Wort Gottes trennt Seele und Geist. Du könntest auch sagen, es trennt weltliches Denken und göttliches Denken. Es trennt Wort Gottes von menschlicher Weisheit. Und diese Trennung ist schmerzhaft. Und diese Trennung ist herausfordernd. Aber du kannst nicht sagen, ich lebe als Christ. Und ich weiß nicht, warum ich die Dinge Gottes nicht sehe. Denn die erste Frage, die ich dir stellen würde, ist, wandelst du im Geist? Lebst du im Geist? Lebst du nach dem Geist? Wenn du das nicht tust, hast du keine Chance, die Dinge Gottes in deinem Leben zu sehen. Und auch wenn du heute nach dem Geist lebst und morgen wieder ins Fleisch zurückfällst und dann lebst du 3 Wochen im Fleisch und dann kommst du wieder zurück und dann gehst du wieder in den Geist und dann nach 3 Tagen fällst du wieder ins Fleisch zurück.
Denn Fakt ist, solange du zwischen den Welten hin und her springst, lass uns das mal ganz physikalisch oder ganz geografisch betrachten. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, du willst irgendeine richtig große Reise machen. Ja, früher sind wir oft von Berlin aus mit dem Auto bis in die Ukraine gefahren. So, du fährst also in Berlin los. Das sind, ich weiß nicht, wie viel, 150, 200 Kilometer, wie viel ist es bis zur Grenze? So, ja, die Grenze nach Polen. Dann hast du, ich weiß nicht, wie breit Polen ist, 800, 900 Kilometer hast du durch Polen. Du fährst immer, da gibt es eine direkte Autobahn durch. Ja, eine Europastraße, Europa-Autobahn. Du fährst immer durch Polen, durch. Und dann kommst du irgendwo bei Lviv über die ukrainische Grenze. Und dann sind es nochmal ungefähr 700 Kilometer bis Berditschew. So, und so sind wir immer gefahren. Und es gab immer einen Punkt, irgendwann, wo zum Beispiel der Tag zu Ende ist. Ja, und wo du eigentlich normalerweise schlafen gehen würdest. So, es war aber keine Gelegenheit. Also fährst du einfach weiter. Du bleibst einfach auf deiner Linie. Denn du wirst nicht ankommen. Wenn wir immer nur, sagen wir mal, wir fahren bis in die Mitte von Polen, ja, so insgesamt so 600, 700, 800 Kilometer. Und dann ist es Abend. Und dann sagen wir, na komm, wir fahren wieder zurück. Wir kommen gar nicht so weit. Wir fahren vielleicht 500 Kilometer. Und dann, nee, also wenn wir heute noch wieder zu Hause schlafen wollen, dann müssen wir wieder zurück. Und dann fahren wir wieder zurück. Legen uns in Berlin in unser Bett und sagen, morgen fahren wir in die Ukraine. Dann fahren wir wieder los und dann merken wir, ah, es ist schon früher Nachmittag. Nee, wir müssen umkehren, damit wir heute Abend wieder in unserem Bett fahren, wieder zurück. Ja. Und du bist immer in dem Grenzbereich. Du kennst dich gut aus im Grenzbereich zwischen Deutschland und Polen. Du kennst die Strecke, was weiß ich, vielleicht von Berlin nach Wroclaw ist das, wo wir mal lang gefahren sind. So, ja, die kennst du im Schlaf. Du brauchst kein Navi und nichts mehr. Ja, du kennst schon jeden Baum, jeden Busch und jedes Haus. Aber du bist noch nie an die Grenze Richtung Ukraine gekommen. Geschweige denn, dass du dort angekommen bist. Und genau so funktioniert es im Reich Gottes. Nicht geografisch natürlich, weil es jetzt nicht vorderhand ein geografisches Reich ist. Aber wenn du immer im Grenzbereich bist, wenn du immer wieder zurückgehst in die Welt, wirst du niemals in die Tiefen des Geistes vordringen. Du wirst niemals Dinge erleben, wie die, von dem Pastor Jens erzählt. Du wirst niemals Leuten die Hände auflegen und die werden sofort geheilt. Es wird dich niemals jemand anrufen oder dir schreiben und dich einladen, dass du ihm dienst oder für ihn predigst. Das wird nie passieren. Ich weiß noch, als ich ganz jung im Glauben war, hat mir mal eine Missionarin eine interessante Sache gesagt. Und zwar, es war so eine Situation, ich war damals angefangen, eben, ich bin ja mehr oder weniger, habe ich mich selber in den vollzeitlichen Dienst katapultiert aus Mangel an anderen Möglichkeiten. Und ich wollte auch einfach für den Herrn arbeiten und dachte, jetzt fange ich einfach mal an, jetzt mache ich es einfach mal. Natürlich unbezahlt, ohne alles. Und ich werde das nie vergessen, wie sie mir so eine Geschichte erzählt. Weil natürlich kommst du unter Druck, natürlich bist du manchmal sehr, sehr, sehr unter Druck. Viel mehr als die Leute, die nie irgendwie was wagen mit dem Herrn. Weil du bist unter Druck, wenn du kein festes Einkommen hast. Ja, selbst du musst irgendwo wohnen, du musst irgendwas essen, und vor allen Dingen, wenn du dich, und so habe ich mich festgelegt, vor dem Herrn festgelegt hast, ich werde niemals einen Brief schreiben, wo ich um Geld bitte. Ich werde niemals diesen, du musst mich segnen, weil ich bin im Vollzeitdienst, Blick aufsetzen. Ich werde niemals, niemals in meinem ganzen Leben werde ich so aussehen, als ob ich kein Geld habe. Und wenn ich mir noch schöne Kleider dafür borgen muss und wenn ich, was weiß ich, ja, die alten Tricks von meiner, die Nachkriegstricks von meiner Oma anwenden muss, wo man mit dem Lippenstift noch ein bisschen Rouge herzaubert und so weiter aus Mangel an anderen Dingen oder abgebrannte Streichholzkuppen kann man auch gut zum Augenbrauen. Ruß ist hält sehr, sehr gut. Ja, ich kann, aber ich werde gut aussehen, weil ich vertrete den Herrn. Ja, und ich will niemals, wenn mich jemand segnet, ist gut, aber ich werde niemals hingehen und sagen, du, der Herr hat zu mir geredet, du musst mir helfen. Oder willst du mir nicht helfen oder gibst du mir nicht einen Rabatt oder willst du mich nicht zum Essen einladen, weil ich diene schließlich dem Herrn. Niemals. Weil für mich war klar, wenn ich dem Herrn diene, bezahlt mich der Herr. Das ist, was sein Wort sagt. Und das glaube ich. Und daran halte ich fest. Aber ja, du kommst manchmal extrem unter Druck. Und ich bin manchmal extrem unter Druck gekommen.
Und dann kommen die neunmal Klugen. Und diese Missionarin hat mir eine schöne Sache erzählt. Und ich erzähle dir euch, weil genau so wird dein Erleben sein, wenn du tiefer mit dem Herrn gehst, wenn du wirklich in den Wandel, in Geist, in der Tiefe reinkommst. Sie hat gesagt, weißt du, das ist wie beim Baden im Sommer an einem See. Da gibt es Leute, du hast das Meer. Ja, nehmen wir mal das Meer, der Ozean, der ist schön groß. Ja, so. Und, oder ein großer See. So. Und du hast Leute, die sind nur am Strand, die sind nur am Rand, die sind immer nur so mit dem Fuß drin. Aber die wissen alles besser. Die wissen ganz genau, wie es irgendwo ist. Und du wagst dich weiter rein und du wagst dich weiter rein. Und je weiter du in das Wasser gehst, irgendwann kommt ein Moment, wo du dich ganz hingeben musst. Nämlich in dem Moment, wo du nicht mehr laufen kannst, musst du anfangen zu schwimmen. Und das Problem, was viele, wenn man schwimmen lernt, was viele mit Schwimmen haben, ist, du musst dich der Wasseroberfläche hingeben und musst darauf vertrauen, dass sie dich trägt. Natürlich musst du ein paar Bewegungen machen, aber eigentlich kannst du auch mit minimalem Bewegungsaufwand kannst du auf dem Wasser liegen. Du musst ein bisschen was wissen. Du musst wissen, dass im Meerwasser, dass du zum Beispiel so hoch springst, wenn Wellen kommen, dass du nicht die Welle gerade an den Kopf kriegst, sondern dass du drüber springst, dass du genau dann abspringst, dass du oben bist, wenn die Welle kommt und so. Es sind ein paar kleine Techniken, das kann man alles lernen. Beim Schwimmen ist übrigens dasselbe, ja, dass du den Zug genau in die Welle so reinmachst, dass dein Kopf eben oben ist, wenn sie dich gerade erwischt. Das kann man alles üben, da gibt es Techniken, alles, aber das ist nebensächlich. Aber irgendwann musst du dich hingeben, irgendwann musst du entscheiden, den festen Grund unter den Füßen loszulassen. Und das machst du eigentlich vorderhand über dein Geben. Denn die wenigsten von euch kommen relativ schnell in die Entscheidung, dass ihr plötzlich vor einer Masse von Leuten predigen sollen und in diese Art von Herausforderungen kommen. Meistens ist es, und sind auch nicht alle als Prediger berufen, das ist was ganz Normales. Aber ich rede jetzt auch nicht vorderhand für Prediger, sondern ich rede einfach, wenn du wirklich in einem hundertprozentigen Vertrauen zum Herrn leben willst. Denn Jesus hat nicht 12 Prediger ausgebildet, der hat 12 Jünger ausgebildet. Ja. Der hat 12 Jünger ausgebildet. Und wir wissen nicht, ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass die zwischendurch auch ihre Berufe ausgeübt haben. Das waren ganz normale Leute. Jesus hat nicht zu Petrus gesagt, so, du gehst jetzt auf die Predigerschule, vergiss das mit dem Fischen. Das war nie die Idee. Ja, natürlich sind einige berufen, im Dienst des vollzeitlichen Dienstes, des fünffältigen Dienstes zu arbeiten. Aber die meisten von euch leben ein Leben, wo sie vielmals in der Welt aktiv sind und Dinge tun und so weiter. Und trotzdem kannst du das alles im Geist, im Reich Gottes tun. Und dazu musst du den Moment, der kommt, und die meisten von euch stehen genau an diesem Punkt. Du stehst, manche stehen schon so, Zehenspitzen, ins Wasser geht bis hier. Zehenspitzen, du willst weiter raus, du willst dich nicht zurückdrängen lassen, aber du weißt, du müsstest dich jetzt hingeben. Und du hättest dann keinen Boden mehr unter den Füßen. Du musst darauf vertrauen, dass das Wasser, das Wort Gottes, schöne Analogie für dieses Wasserbad, des Wortes trägt. So, und dann fängst du also an zu schwimmen und dann gibst du dich hin und du schwimmst und manchmal hast du das Gefühl, du ertrinkst gleich, aber du hältst durch und manchmal bist du Kopf unter Wasser, dann kommst du wieder hoch und dann zieht ein Sturm auf und Stürme ziehen auf. So, dann zieht ein Sturm auf. Was passiert jetzt? Was passiert mit dir? Was passiert mit deinen Befindlichkeiten? Der Sturm zieht nur, und das gibt's in der Natur, der zieht vielleicht nur regional da auf, wo du bist. Da ist es stürmisch. Und jetzt stehen die lieben Leute am Rand, die mit dem großen Zeh im Wasser und die mit Wasser bis zum Knöchel und die mit Wasser bis zur Hüfte, die sich nie in ihrem Leben diesem Wasser ganz hingegeben haben. Und sie fangen an, dir zuzurufen. Ja, du musst nur schwimmen. Schwimm einfach weiter. Du musst nur atmen. Mach einfach weiter. Du schaffst das. Das sieht gut aus. Und dann gibt es die anderen, die vielleicht nur mit dem Zeh, ja, ich habe dir gesagt, schwimm nicht so weit raus. Aber du musst es ja unbedingt so übertreiben. Man sollte gar nicht weiter reingehen, als man stehen kann. Ja, und dieses Bild, kann ich euch sagen, hat mir über die Jahre so gut geholfen. Und die aus ihrer Sicht besten Vorschläge, ja, da gibt es sogar Rettungsschwimmer und Bademeister.
Die konnten irgendwann mal schwimmen, die waren mal in den Tiefen, aber jetzt stehen sie nur noch am Strand, haben dicke Bäuche. Ja, ich kann... Lass ich euch das erzählen, als ich 18 war, nach meinem Abitur im Sommer, also ich habe ja mit 14 schon vorher eigentlich auch, ich habe mal Schwimmen trainiert und habe einen Rettungsschwimmerschein gemacht und mit 18 durfte ich dann, ich bin ja so spät erst 18 geworden, erst in meinem letzten Schuljahr, und dann durfte ich endlich selbstständig Einsätze machen und dann bin ich in dem Ort, meine Eltern haben da Urlaub gemacht und ich hatte vorher schon, ich kannte den schon, ich hatte da die Jahre vorher immer schon mitgeholfen, aber jetzt durfte ich für richtiges Geld selbstständig Einsätze machen und da gab es einen Bademeister und der hieß bei allen nur der dicke Fischer. Der war so 2 oder 3 Jahre vor der Pensionierung und also wenn man glaubt, fett schwimmt, dann war er wahrscheinlich ein guter Schwimmer, aber er war das sicher auch mal. Und ich kann euch sagen, der Mann war braun gebrannt von oben bis unten. Witzigerweise nur von vorne. Warum? Weil den ganzen Tag am Schwimmbecken, es war so ein Bad mit 2 so Becken und Sprungturm und Rutsche und so weiter, weil den ganzen Tag in seinem Liegestuhl auf dem Bauch lag. Er hat schon seine Pfeife gehabt und hat dann mal gepfiffen und Kraft seiner Autorität, nur seines Körperumfangs und seiner Größe. Ja, also wenn er aufgestanden ist, er war auch ein großer, so, da hatten die Kinder dann schon Respekt. Und schon war das Ding erledigt. Ja, so. Und, aber ich kann dir eins sagen, ja, als dann wirklich mal was war, ich werde das nie vergessen, ja, da waren 2 so Becken und in der Mitte war so ein schmaler Steinsteg. Auf der einen Seite war das Nichtschwimmerbecken, auf der anderen Seite war das Schwimmerbecken. Und da sah ich plötzlich, wie ein Kind mit so einer Pampers-Badehose, ja, auf diesem Steg lang spazierte. Auf der einen Seite war das Nichtschwimmerbecken, okay, wenn man da reinfällt, kein Problem, aber auf der anderen Seite war das Schwimmerbecken, so einer von denen, die kaum laufen können, so vielleicht 1,5-2-jährig. Ja. Und ich habe das gesehen und der Bademeister hat es gar nicht gesehen und als ich dann losgerannt bin, dann plötzlich, oh, jetzt musst du aber rennen. Ja. So, und es kam, wie es kommen musste. Als ich ankam, war das Paket weg, also habe ich schnell geguckt. Ich habe natürlich ins Schwimmerbecken geguckt und konnte es gerade noch sehen und schnappen und wieder rausholen. Und ja. Und immer die, die nichts tun und dabei stehen, haben die besten Ratschläge. Und ich kann euch sagen, ich war wirklich unter Druck. Ich war wirklich unter Druck. Und ich bin bis heute dankbar, dass ich nicht unterwegs irgendwo noch ausgerutscht bin. Es ist ja, wir reden ja von einem Schwimmbad und es war voll. Ja, und all diese Dinge. Und dann so viele Male erleben wir solche Situationen. Und es fühlt sich, wenn du drin bist in diesem Sturm, es fühlt sich so schlecht an. Und die Leute, die draußen bei Sonnenschein stehen, die gar niemals in das Wasser überhaupt richtig reingegangen sind. Ja, du musst es selbst so machen. Habe ich dir gesagt? 1000 gute Ratschläge. Aber weißt du was, wenn du die in der Praxis umsetzen würdest, keiner von denen würde funktionieren. Und deswegen habe ich gelernt, also wenn mir Leute Ratschläge geben, vielleicht hat es dich auch schon mal getroffen. Ja, nimm es einfach als generellen Fakt zur Kenntnis. Ich reagiere wenig auf Ratschläge anderer. Es gibt einige wenige Personen, deren Ratschläge ich sehr ernst nehme. Ja, und sag mir nicht, das ist lieblos, sondern das ist Erfahrung. Weil wenn du niemals in den Schuhen eines anderen gelaufen bist, woher weißt du, ob die Schuhe drücken oder nicht? Woher weißt du, ob man drin laufen kann? Ich glaube, wenn die meisten Männer wüssten, wie schrecklich High Heels sich manchmal an den Füßen anfühlen, vor allem nach einer Stunde, die würden nie wieder von ihrer Frau erwarten, dass sie solche Schuhe anzieht. Ich kann es euch sagen. Oder die würden sagen, komm, leg einen Hunderter drauf und kauf dir ein paar, die ein schönes Polster, ein schönes Fußbett haben. Und nicht, ja, musst du jetzt so viel Geld für so ein paar Schuhe ausgeben. Ich meine, sie sehen schon hübsch aus, aber guck mal, da drüben gibt es welche für 30 Franken, nimm doch die. Ja, dem möchtest du nicht laufen. Egal, wie schön die aussehen. Versteht ihr, von außen sieht es immer so leicht aus. Deswegen, du musst in die Tiefe gehen und studieren, was bedeutet im Geist zu leben. Und da haben wir diese wunderbare Erklärung in Galater 5, Vers 16. Es ist nämlich ganz einfach. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr das nicht tut, was ihr wollt.
Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Da, ich gehe jetzt da in der Tiefe nicht drauf ein. Ich sage dir nur ein, zwei Sätze dazu. Wenn du vom Geist geleitet bist, dann bedeutet das, unterm Gesetz zu sein, bedeutet, es gibt keine Gnade. Jeder Fehler wird gnadenlos auf dich zurückfallen. Vom Geist geleitet zu sein bedeutet, jeder deiner Fehler, solange du vom Geist geleitet bist, und wir sind Menschen und manchmal machen wir Fehler, weil wir vielleicht mal ein kleines Stück links oder rechts daneben hauen. Das passiert. Selbst wenn wir uns vom Geist leiten lassen, weil wir nicht so perfekt mit dem Geist eins sind. Aber jeder dieser Fehler wird zugedeckt und es wird dich nicht treffen. Keine dieser Konsequenzen wird auf dich zurückkommen. Der Herr wird all das zudecken. Warum? Weil du vom Geist geleitet bist. Du bist nicht unter dem Gesetz, dass, wenn du gegen die kleinste Regel verstößt, wenn du den größten Teil deines Lebens unter der Leitung des Geistes verbringst, wenn du den ganzen Tag dich danach ausstreckst, vom Geist geleitet zu leben, und am Abend passiert dir ein Missgeschick oder du benimmst dich daneben oder irgendetwas. Ich sag dir, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie die Liebe Gottes das zugedeckt hat. Das ist der Grund, warum das so aussieht, als ob bei manchen die Sünden so schnell vergeben sind. Das ist der Grund, warum du Fehler sehen kannst bei Pastor Manfred oder bei mir und dich fragst, wieso kriegen die so viel Salbung? Wo? Ich habe doch gesehen, wie die sich so, ich habe doch gesehen, das und das und das. Ich weiß es, ich kenne doch ihre menschlichen Salbung. Wieso kriegen die so viel Salbung? Es ist ganz leicht. Wenn du vom Geist geleitet bist, bist du nicht unterm Gesetz. Und dann passiert genau das, was Pastor Manfred vorhin in Bezug auf das Geben gesagt hat. Gnade, 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 Gnade. Du bekommst niemals das, was du verdienst, sondern du bekommst immer das Schöne, was du nicht verdienst. Und das ist nicht, weil wir Pastoren sind. Das ist nicht, weil irgendetwas so speziell oder besonders ist an uns. Sondern das ist einfach, weil wir uns danach ausstrecken, vom Geist geleitet zu werden. Ja, die Jalousie ist nicht vom Geist geleitet, aber das interessiert mich nicht. Ja. So, weil du vom Geist geleitet bist. Und dann kannst du Fehler machen und Leute sehen Fehler. Du kommst auch raus aus dem, ich muss perfekt sein. Solange du noch das Gefühl hast, ich muss perfekt sein, bist du nicht wirklich vom Geist geleitet. Denn der Geist leitet dich niemals in Perfektion. Der Geist leitet dich in Vollkommenheit. Und das ist etwas, was der Herr durch die Gnade in dir wirkt. Und im Nachhinein siehst du plötzlich, wie gut die Dinge alle ineinander gespielt haben. Ja. Genau, lass mich noch einen Satz dazu sagen. Der Geist leitet dich genau dorthin, wo du gerne hin möchtest. Ich rede jetzt nicht von Sünde. Also wenn du ins Casino gehen möchtest oder in irgendein Bordell oder so, da leitet dich der Geist nicht hin. Aber ich rede jetzt mal von deinen Lebensplänen. Ich rede jetzt mal davon, nehmen wir mal an, du möchtest erfolgreich sein in deinem Berufsleben. Der Geist leitet dich genau dorthin. Nehmen wir mal an, du möchtest irgendwas gerne können und du fängst an, das zu lernen. Der Geist leitet dich dorthin, es zur Meisterschaft zu bringen. Nehmen wir an, du bist ledig und möchtest einen Ehepartner finden. Der Geist leitet dich zu deinem perfekten Ehepartner. Aber er kann dich nicht leiten, wenn du nicht mit ihm zusammen bist. Und wenn der Geist dich leitet, dann gibt es kein Gesetz. Dann gibt's kein, dann ist jeder tritt links und rechts, da holt der Geist sich wieder zurück und sagt, komm, hier geht's lang, nicht abbiegen. Und du gehst weiter und alles ist vergeben und vergessen. So, und jetzt lasst uns anschauen, was uns davon abhält. Vielleicht noch eine ermutigende Sache kann ich euch dazu erzählen, Zeugnis. Ja. Nächsten Freitag fliege ich nach Portugal. Halleluja. Zusammen mit der Sarah. Ja, und wie ist das Ganze zustande gekommen? Ich fliege in eine Gemeinde, die ich nicht kenne. Ich treffe einen Pastor, den ich nicht kenne. Also wir haben ein-, zweimal über Skype jetzt geredet. Also ich weiß jetzt, wie er aussieht. Wir haben keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Unsere Hauptkommunikationssprache ist Russisch. Ich habe angemeldet, dass ich es schön fände, wenn Sie einen Übersetzer von Englisch hätten. Ich würde lieber auf Englisch predigen, weil meine russischen Predigten vielleicht ein bisschen zu stockend sind. Oder überhaupt, ich weiß gar nicht, ob ich sowas habe. Aber warum lasse ich mich auf all das ein? Ja, wo werdet ihr denn schlafen? Keine Ahnung. Ja, kriegst du denn was bezahlt? Keine Ahnung. Sie haben mir zugesagt, dass sie mir auf jeden Fall den Flug bezahlen. Ja, wie viele Leute sind denn da? Keine Ahnung. Ja, in welchem Stadtteil von Lissabon ist das? Keine Ahnung. Ja, wer holt dich denn vom Flughafen ab? Keine Ahnung.
Aber so, ich meine, ich hatte es ja schon erzählt, wie das zustande gekommen ist. Wie ist das denn zustande gekommen? Über Facebook. Im November bin ich auf Facebook gegangen. Jetzt kommen immer die super Schlauen und sagen dir, ja, über Facebook hat sich für mich nie was ergeben für den Dienst. Ja, wie viel hast du die Dinge im Fluss des Geistes gemacht? Ich mache all diese Dinge im Fluss des Geistes. Ich könnte schon, hätte schon vor vielen Jahren auf Facebook sein können. Aber ich hatte in meinem Inneren einfach ein Zeugnis, es nicht zu tun. Und dann hat der Herr zu mir geredet. Und ein paar liebe Brüder in der Ukraine haben dem Nachdruck verliehen. Und dann habe ich auch meine Meinung überdacht und habe einfach wirklich gedacht, okay, Herr, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich mich hingesetzt. Und manchmal bedeutet das Fließen mit dem Geist auch demütig zu sein. Und nicht, ja, also jetzt, dann muss ich ja und so. Nein, ich habe einfach gesagt, Sarah, hast du mal Zeit, komm, zeig mir, wie das funktioniert und so weiter, richte mir das ein und so weiter. Das ist doch alles ganz normal. Wenn du im Geist bist, wenn du im Geist wandelst, weißt du, du kannst es niemals alleine. Also was soll's, ob der Herr selber dir hilft oder ob er dir jemand schickt, der dir hilft. Meistens schickt der Herr jemand. Und dann kriege ich da im Januar irgendwann eine Anfrage von einem Pastor, der von mir gehört hat und gehört hat, ich hätte so ein starkes Zeugnis und so eine starke Predigt und er würde mich gerne in seine Gemeinde einladen. Und dann schreibe ich zurück, ja, warum nicht, gerne, wann? Ja, im Februar. Februar haben wir jetzt nicht mehr geschafft, es ist jetzt doch März geworden. Okay. Und versteht ihr, ich weiß, 90% der Prediger, die ich kenne, würden nicht mal in Betracht ziehen, sowas zu machen. Natürlich gibt es ein paar Eckpunkte, die du beachten musst. Natürlich ist es schon gut, dass du siehst, da gibt es eine reale Person dahinter, das ist nicht nur ein Fake-Account und so weiter, sicher. Aber das ist alles die zweite Reihe. In erster Linie bin ich nach meinem inneren Zeugnis gegangen. Und ich wusste, bis ich das Flugticket gebucht habe, vor ein oder zwei Wochen, wusste ich nicht, ob ich das wirklich mache oder nicht. Aber ich habe einfach dem Herrn vertraut, ich habe dafür gebetet und wir haben, ja, und dann kam Sarah auf mich zu und hat gesagt, könntest du dir vorstellen, dass ich mitkomme? Ein Teil meines Gebetes war, Herr, wir haben ja so eine kleine Videokamera vor Jahren mal gekauft, um auch Dinge aufzunehmen. Es ist schwierig, sich selber zu filmen. Es ist schwierig, sich selber beim Predigen aufzunehmen. Und Selfies, also, Entschuldigung, ich will niemand zu nahe treten, aber die meisten Selfies sehen einfach doof aus, weil die Perspektive nicht stimmt. Man hat so ein riesiges Gesicht vorne und hinten nichts mehr. Ja, das gut. Ist vielleicht nicht so gut für zur Ehre Gottes. Ja. Und Sarah sagt, ja, ich würde mitkommen und wir haben noch eine Kamera und so. Und preis dem Herrn. Aber sie wandelt auch im Geist, weil sie hat gewusst, dass Mitkommen auch Geld kostet. Sie hat ja nicht, es war ja nicht so, sie hat ja nicht gesagt, ich komme mit, wenn du mir alles bezahlst. Wie viel zahlen die dir denn? Ich nehme dann die Hälfte davon. Der Pastor hat zu mir gesagt, die erste Frage, nachdem ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dorthin zu kommen, war, wie viel kostest du? Wie viel müssen wir dir bezahlen, wenn du bei uns ein Seminar machst über Glauben? Ich war völlig, vielleicht muss ich irgendwann mal drüber nachdenken, aber ich habe einmal gesagt, Herr, was soll ich ihm darauf antworten? Dann habe ich gesagt, ich komme auf eigene Kosten und ihr gebt mir einfach ein Opfer. Das, was für euch möglich ist. Weil ich will nicht, dass mein Dienst begrenzt ist auf Gemeinden, die einen Flug und was weiß ich was alles finanzieren können. Und wir haben hohe Kosten in der Schweiz. Nirgends kannst du so teuer fliegen. Gut, ich weiß nicht, wie es in Dubai ist, aber nirgends buchst du in Europa fast, in keinem Land buchst du so teuer Flüge wie in der Schweiz. Denn selbst wenn du über andere Portale gehst, landest du am Schluss immer wieder in der Schweiz. Das ist einfach eine Tatsache. Aber Geld hat mich noch nie aufgehalten. Warum sollte es? Der Herr ist mein Herr, nicht das Geld ist mein Herr. So und so gehen wir da am Freitag hin, preis dem Herrn. Ich habe keine Ahnung, wie es wird gut. Montag sind wir wieder zurück und was auch immer, wir werden diese katholische Hochburg aufmischen. Ich sag's euch, das ist, Katholiken brauchen Errettung. Warum sage ich das? Weil Katholiken mit zu den am meisten gottsuchenden Christen gehören. Und Mama, denke ich, jetzt suchen die seit 2000 Jahren und finden nicht. Da muss man doch helfen. Ich weiß, ich kann das mit aller Freimütigkeit sagen. Das ist ja der Hintergrund, von dem ich auch komme. Ja, und es ist nicht schlimm, dabei katholisch zu sein. Aber du musst diesen Schritt machen und Jesus zu deinem Herrn machen. Und du brauchst den Heiligen Geist. Worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, war im Vers
19 bis 21 geht es weiter über die Werke des Fleisches. Und ich will einen ganz kurzen Moment damit verweilen, das anzuschauen. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, denn es gibt Werke des Fleisches, die jeder sofort als solche identifizieren wird. Das ist Unzucht zum Beispiel, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei. Das sind alles Dinge, ich lese jetzt mal nicht in der Reihenfolge, Trinkgelage, Völlereien, da wissen wir alle, ja, okay. Aber dann stehen da auch solche Sachen wie Feindschaften, Hader. Hader. Was ist überhaupt Hader? Also habe ich mal den Duden bemüht. Jetzt schnallt euch fest oder halt ihr die Ohren zu, wenn du es nicht hören willst. Ich sage dir jetzt, was Hader ist. Und ich glaube, dass es die meisten von uns trifft. Hader ist laut Duden, wenn man über einige Zeit oder längere Zeit schwelende, mit Erbitterung bestehende Streitigkeiten, Zwistigkeiten, Unzufriedenheiten und Aufbegehren die ganze Zeit in sich bewegt. Wir kennen, der hadert mit dem Leben, der hadert mit seinem Schicksal. Das ist so ein unterschwelliges Schwelen, eine dauernde Unzufriedenheit, ein dauerndes, ich wusste es. Ich wusste es, dass der wieder anfängt. Ich wusste es. So dieses, aber auch diese dauernden Zwistigkeit. Ja, mit dem bin ich noch nie klargekommen. Ja, der hat was gegen mich. Ja, wenn der zur Tür reinkommt, da ist bei mir schon vorbei. Vergeben ja, aber vergessen nie. Schwelend, immer wieder. Du kannst nie Ruhe geben. Es kommt nie zur Ruhe. So. Feindschaften. Du weißt genau, wer deine Freunde und wer deine Feinde sind. Soll ich dir was sagen? Ich habe auf dieser Erde einen einzigen Feind. Und der trägt den Namen Satan. Niemand sonst ist mein Feind. Nicht mal Leute, die gegen mich arbeiten. Auch nicht Leute, die schlecht über mich reden. Hier in Schaffhausen. Niemand. Warum? Weil Menschen sind Menschen. Und das, was sie tun, hindert mich nicht daran, sie zu lieben und sie anzunehmen. Ich baue nicht eine Feindschaft auf, nur weil jemand schlechte Dinge über mich redet. Weil schon morgen kann der sich bekehren. Und wo stehe ich dann? Dann möchte ich gern die erste Person sein, die Tür aufmacht und sagt, komm doch rein. Unzufriedenheit, so diese dauernde Unzufriedenheit. Ja, es ist ja nicht schlecht, aber ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, jetzt beim Finanzseminar war es wieder ganz extrem. Wir haben viele E-Mails und Sachen von Leuten bekommen, die uns, oder Informationen, Rückmeldungen, die sich bedankt haben und gesagt haben, wenn man nur schon unten auf den Parkplatz kommt, wie man von euren Ordnern begrüßt wird, da kommt so viel Liebe rüber. Eine Person hat mir gesagt, wenn man bei euch in die Gemeinde reinkommt, da ist so eine Freiheit, so eine Freundlichkeit, da ist so eine Liebe. Nun frage ich mich, wenn das Leute, die nur manchmal kommen, spüren, wo verschwindet die Liebe hin? Bei dem manchmal doch nicht ganz so wirklich zufriedenen Gemeindemitgliedern, die ganz, ganz schnell dabei sind und sagen, Pastor Manfred, ich vermisse die Liebe in eurer Gemeinde. Es ist ein gutes Wort, eine gute Lehre. Auch der Lobpreis ist nicht schlecht, aber die Liebe. Ja. Ich meine, sorry, vielleicht hast du ein Problem mit Hader. Vielleicht schwelt da unterschwellig in dir die ganze Zeit schon irgendwas, was du dir nicht traust oder was vielleicht gar nichts mit uns und der Gemeinde zu tun hat, was mit deinem vorigen Pastor noch zu tun hat oder mit jemand, der ganz früher mal irgendwann irgendwas in deinem Leben getan hat. Und das hindert dich, dieses Hadern hindert dich, die Liebe Gottes zu empfangen. Das hindert dich zu spüren, wie sehr geliebt und angenommen du hier in dieser Gemeinde bist. Eine weitere Sache, die hier steht, ist Eifersucht. Eifersucht. Was geht bei dir ab, wenn hier vorne jemand steht und Zeugnis gibt? Ja. Was geht bei dir ab, wenn du so ein Zeugnis hörst, wie letzte Woche das von der Nadine, dass sie hier vorkommt und sagt, 4 Wochen mindestens plus noch Rehabilitationszeit nach 3 Tagen. Ja, hier. Was geht bei dir? Und ich habe schon so viele Jahre habe ich zu tun mit, die sind noch gar nicht so lange in der Gemeinde und ich muss mich plagen mit den Schmerzen und Eifersucht. Wieso hat jetzt die Maria schon wieder ein neues Auto? Also, schon wieder ist es nicht. Ich kann es euch sagen, warum. Ja,
Die Maria hat einen großen Sieg, sie hat ja auch davon Zeugnis gegeben, einen großen Sieg in Bezug auf ihr Haus errungen. Das Erste, was sie gemacht hat, ist, zu mir zu kommen und zu sagen, also ich kann das gern für Gäste zur Verfügung stellen. Mal ganz abgesehen davon, wenn du das Auto vorher gekannt hättest, hättest du nicht gesagt, schon wieder, gell? Ja, aber versteht ihr, jeder von uns ist irgendwann mal dran mit irgendwelchen Segnungen. Warum wird jetzt der Milena schon wieder gedient? Warum hat die schon wieder hier so viel Freude? Jeder ist irgendwann mal dran. Freu dich mit, tauch mit ein, anstatt immer zu denken, ja und ich. Zornausbrüche. Da muss man gar nicht dafür sagen, das ist selbstredend. Also richtig zornig bin ich. Ich reg mich einfach manchmal richtig auf. Es regt mich einfach auf. Nein, das musst du jetzt mal verstehen. Es regt mich einfach. Ich bin nicht zornig, aber es regt mich auf. So, mehr sage ich nicht dazu. Ihr seht, ich kann es auch. Also es ist nicht, dass mir das alles fremd ist. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, im Geist zu wandeln und das nicht zu tun. Selbstsüchteleien. Wisst ihr, was Selbstsüchteleien sind? Wenn du dauernd nur mit dir selber beschäftigt bist. Selbstsüchtig ist zum Beispiel, wenn du nicht bereit bist, Zeugnis zu geben. Pastor Manfred und ich in Einheit mit David und Sarah versuchen, jeden aus der Gemeinde dafür zu gewinnen. Wunderschön in Szene gesetzt, ein Zeugnis zu geben von der Güte Gottes in deinem Leben. Wir könnten 3 Bände rausgeben, so dick pro Band, die schönsten Ausreden, warum ich nicht Zeugnis geben kann. Aber sorry, wenn ich das sage. Selbstsüchteleien. Wer ist wichtiger? Die Ehre Gottes oder du? Deine Gefühle, deine Befindlichkeiten. Denk selber drüber nach. Beantworte die Frage für dich selber. Ja, wir sind davon ausgegangen, warum sind so viele Stühle hier leer? Hast du schon mal gelesen? Ich glaube, es ist im Römer 10. Wie sollen sie hören, wenn niemand hingeht und predigt? Woher sollen die Leute wissen, dass Gott heute noch heilt? Schaut euch mal auf unserer YouTube-Webseite an. Da sind, glaube ich, 2 Zeugnisse sind drauf. Eins von der Susan, eins von Daniel und Nadine. Von allen Sachen, die da drauf sind, haben die meisten Klicks. Warum? Weil das die klarste Botschaft ist. Und die beste Botschaft ist, dass der Herr heute noch Dinge tut. Ja, wenn man mal von so einem Werbeflyer oder sowas noch absieht. Und ich sage dir, das ist der Dienst, den der Herr von dir erwartet. Gott, ihr sollt meine Zeugen sein. Und Selbstsüchtelei ist einer der Gründe, die dich daran hindert, dass du nämlich dich selbst so stark gewichtest, dass das Argument Gottes, Zeuge zu sein, für dich keine Rolle mehr spielt. Und dann wunderst du dich, wenn die Kraft des Geistes in deinem Leben nicht wirkt. Aber es ist ganz leicht. Die Kraft des Geistes kann in deinem Leben nicht wirken, denn sie wirkt nur, wenn du Zeuge bist. Und sie wirkt nicht, weil du du bist. Sie wirkt nicht mal, weil du Kind Gottes bist, sondern die Kraft des Geistes hast du empfangen, um Zeuge zu sein, um Zeugnis zu geben. Und wenn du das tust, und das ist der Schlüssel zum Wandel im Geist, einer der Hauptgründe, warum die Gemeinde so wenig wächst, ist, dass zu wenig Leute Zeugnis geben. Warum gehst du nicht und erzählst mindestens 5 Leuten diese Woche, was der Herr Gutes getan hat? Ja. Und ich kann dir sagen, warum du es nicht tust. Weil damals, als der Herr es für dich getan hat, hast du es nicht gemacht mit irgendwelchen Ausreden. Und jetzt hast du das Gefühl, naja, ich habe es damals nicht gemacht, also ist frisch, jetzt kann ich es auch nicht machen. Damals hast du dir die Ausrede akzeptiert und durchgehen lassen. Ja, später gebe ich dann Zeugnis. Wenn ich erst mal gesehen habe, dass es wirklich. Und wenn dann später, ja, jetzt ist schon so lange, jetzt kann ich nicht mehr Zeugnis davon geben. Wie lange willst du dich noch von deinem Segen berauben? Wie lange willst du noch in Reihen stehen und Gebet empfangen? Und nach Hause gehen und denken, es wirkt nicht. Wenn ich Hände auflege und ich sage, ich bete für dich, wenn ich für dich bete, dass deine Niere gesund wird, dann wird deine Niere gesund. Aber wenn ich für dich bete, dass du Feuer bekommst, auf die Straße zu gehen, und du ziehst nicht deine Schuhe an und gehst, verpufft das einfach. Dieses Feuer wird nicht Wohlstand für dich hervorbringen. Dieses Feuer wird nichts für dich tun. Und dann kommst du wieder und sagst, dein Gebet hat nicht gewirkt. Geht mir immer noch schlecht.
ist ganz einfach. Selbstsüchtelei. Hör auf, dich um dich selber zu drehen. Jeder von uns fühlt sich mal schlecht. Aber warum willst du dich so lange damit beschäftigen? Am schnellsten geht es dir besser, wenn du anfängst, jemandem Zeugnis zu geben. Glaub's mir. Am schnellsten geht es dir besser, wenn du anfängst, jemand etwas Gutes zu erzählen, über was Gott tut. Glaube kommt aus dem Hören. Und wenn du es dir schon selber nicht sagst, dann sag's wenigstens jemand anders, dann hörst du es nämlich auch. Zwistigkeiten und Parteiungen. Zwistigkeiten und Parteiungen. Es gibt eine riesige, manchmal lösen solche Sachen wie eben die Tatsache, haben wir das eigentlich schon mal irgendwann gesagt, sonst sage ich es jetzt einfach mal, die Tatsache, dass wir nicht mehr in der Evangelischen Allianz in Schaffhausen sind. Ja, die Tatsache löst eine Menge an Diskussionen und Parteiungen aus. Kaum einer, der kommt und sagt, Pastoren, was sind die Gründe, warum ihr nicht dabei seid? Wir setzen uns gerne hin und erklären euch die Gründe. Aber das löst Parteiungen und all das aus. Aber verrückterweise, ist ganz verrückt, alle sind mit uns eins, wenn ein Gastsprecher mit großer Salbung da ist. Ja, ich mag mich erinnern, jeder wollte gerne Gebet, als Pastor Henry hin hier war und gesagt hat, Krankheit wird nicht über dich herrschen. Krankheit ist in deinem Leben kein Thema mehr. Jeder will das. Jeder will das. Natürlich will es jeder. Aber solange du den Teufel in deinem Leben herrschen lässt, solange du Werke des Fleisches herrschen lässt, solange du nur dabei bist in der Gemeinde, wenn es die Rosinen gibt oder die leckeren Sachen und nicht dabei bist, wenn die Arbeit ist, wenn du nicht dabei bist, wenn wir weitergehen wollen, wenn wir Land einnehmen wollen. Und ich rede nicht von äußerlich, sondern ich rede von innerlich, dass es dir ein echtes Anliegen ist. Wie sehr ist es dir wirklich ein Anliegen, dass wir als Gemeinde ein eigenes Gebäude haben? Oder wie sehr denkst du, wieso, wir haben doch schöne Räume, sind doch groß genug, ist doch alles. Gottes Vision ist nicht, dass wir uns als Gemeinde selbst verwalten. Wir wandeln nicht im Geist, wenn wir da bleiben, wo wir jetzt sind. Aber es ist doch alles schön. Ja, da hat ja niemand was dagegen. Aber es wird nicht mehr lange schön sein, weil das Schön bleibt nicht, wenn der Geist weitergeht und wir nicht mitgehen. Amen. Wisst ihr, das ist einer der Gründe, warum Pastor Manfred nicht eine Firma gegründet haben, weil wir müssen parallel zu dem, was in der Gemeinde läuft. Es bringt uns nicht an die Grenzen unserer Kapazitäten, eine Gemeinde in dieser Größe zu führen. Wir müssen weitergehen. Die Botschaft, die wir haben, das Wort, das, was der Herr uns ins Herz gebrannt hat, ist größer als das, was wir Sonntag für Sonntag hier sehen. Und Entschuldigung, wenn ich es mal so offen sage. Es gibt andere Leute, die arbeiten an unserer Vision mehr mit als die Gemeindeleute, die jeden Sonntag durch die Predigt von Pastor Manfred gesegnet werden. Da gibt es Leute, die bestellen nochmal 10 und nochmal 10 und nochmal 10 neue Testamente, bezahlen sie voll und verteilen sie dann an Leute. Die haben den Inhalt, den Kern dieser Sache verstanden, dass es nicht nur darum geht, dass ich es schön habe und gesegnet bin. Wir müssen anfangen, die Gaben zu sehen, die Gott uns gegeben hat, und etwas tun damit. Sonst wird dein Leben langweilig, du wirst frustriert sein, du bist in dem ganzen Zeug. Und anstatt dagegen anzukämpfen, dass du dauernd neidisch bist, Neidereien, ist nicht interessant, es steht Eifersucht und Neidereien. Vielleicht bist du dauernd neidisch, weil ja, der David und die Sarah, die erleben dauernd was mit dem Herrn. Die sind dauernd hier präsent und dauernd und ja, die sind auch dauernd dabei, wenn es Arbeit gibt. Die sind auch dauernd die Ersten, die sich anbieten, uns zu unterstützen. Also, versteht es richtig, nicht nur sie sind auch andere. Also, jeder von euch weiß, wo er in dem steht. Und natürlich haben wir alle ein normales Leben, einen Alltag, den wir bewältigen müssen. Aber wir alle haben auch Freizeiten. Wir alle haben Zeiten darüber hinaus. Jeder von uns kann entscheiden, wie viele Sonntage bin ich im Gottesdienst und wie viele Sonntage setze ich andere Dinge an die erste Stelle. Es klingt so hart, wenn ich sage, eigentlich sagt Jesus, wer seinen Vater und seine Mutter nicht hasst, kann nicht mein Jünger sein. Aber für dich gilt, ja, aber wenn meine Verwandtschaft eine Feier hat, bin ich dabei. Es tut mir leid, dass wir schon wieder so eine Konfrontation reinkommen, aber jede Rebe, die nicht Frucht trägt, muss beschnitten werden. Und solange wir so wenig Frucht sehen, müssen wir beschneiden.
Was tust du, wenn du ein prophetisches Wort bekommst? Ist es nicht interessant? Ich sehe, wie meine prophetischen Worte sich erfüllen und erfüllen. Aber für mich und auch für Pastor Manfred viel zu wenig in dieser Gemeinde. Die prophetischen Worte, die du bekommen hast, allein die, die ich gehört habe über einzelnen von euch. Manche sind drin in ihrem Lauf. Einige Dinge haben sich schon erfüllt und werden sich noch weiter erfüllen. Einige sind gut auf ihrem Weg, aber das sind noch zu viele, die einfach nur sitzen. Ja, ich rede jetzt nicht nur zu denen, die da sind, ich rede auch zu denen, die nicht da sind. Ich weiß, die schauen sich auf YouTube das Video an. Also ihr auf YouTube, die ihr das anschaut, es geht für euch genauso. Du musst in dem sein, was der Herr dir gegeben hat. Wenn der Herr mir ein prophetisches Wort gibt, ich sag's dir, das Erste, was ich mache, ist, ich versuche es in irgendeiner Form Konserve zu kriegen. Am liebsten habe ich die, wo ich ein Video habe, aber hat man vielmals nicht. Also nehme ich die Audio. Ich habe auch noch prophetische Worte von vor 20 Jahren. Ja, wir haben im Sommer 1996, im Sommer vor 20 Jahren, haben wir ein prophetisches Wort gegeben. Das ist mir präsent, als wäre es heute. Ich habe die Stimme von dieser Prophetin immer noch in meinem Innern. Ich kann das immer noch hören. Ich habe das aufgeschrieben und ich lese das und ich gehe rauf und runter. Jeden Tag hebe ich das dem Herrn vor Augen. Jeden Tag bebete ich das, mehr oder weniger. Wann immer es mir in den Sinn kommt, fange ich an, dem Herrn dafür zu danken und lege fest, ich werde das sehen. Ja, aber 20 Jahre ist ganz schön lange. Soll ich dir was sagen? Die meisten Christen, die ich kenne, haben nie in ihrem Leben einen Durchbruch in Bezug auf ein erfülltes Wort, eine erfüllte Prophetie oder eine erfüllte Gebetserhörung. Das sind 20 Jahre nicht lange. Das ist nur ein kleiner Teil von meinem Leben, von meinem Dienst. Und ich sehe, wie sich die Dinge mehr und mehr erfüllen. Aber wenn du nichts machst damit, wenn du immer nur sitzt und warst, oh, hat Pastor Jens noch ein Wort für mich? Hat Pastor Henry noch ein Wort für mich? Pastor Manfred noch ein Wort für mich? Ich wünschte, mich würde jetzt jemand so rausrufen und du tust nichts damit. Nimm doch die, die du schon hast und hör sie wieder und wieder und wieder. Fang an, mit dem Herrn drüber zu reden. Bete sie aus. Lass dir zeigen, wie es funktioniert. Ja, und ich habe ein prophetisches Wort vorbereitet, was wir als Gemeinde bekommen haben. Und wenn du mit den Sachen in deinen Gedanken beschäftigt bist, wenn du mehrheitlich in deinen Gedanken damit beschäftigt bist, Herr, wie kommt das zustande? Herr, was sind die Werke des Geistes, die ich heute tun soll? Wir haben hier eine Auflistung über die Frucht des Geistes, aber was sind die Werke des Geistes? Welches konkrete Werk? Epheser 2, Vers 10. Du bist geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Welches sind heute die vorbereiteten Werke? Ja, das höre ich aber gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ja, weil du aus deiner Selbstsüchtelei raustreten musst. Weil du raustreten musst aus Neid, aus Parteiung, aus Zwistigkeiten, aus all dem. Und deinen Kopf freimachen musst und anfangen musst, die Gedanken Gottes zu denken. Und die Gedanken Gottes drehen sich. Ich kann dir sagen, worum die sich drehen. Der größte Teil der Gedanken Gottes ist damit beschäftigt, wie können wir mehr Menschen ins Reich Gottes bringen? Wie können wir Menschen erretten? Wie können wir, und der Schlüssel dazu ist, Zeugnis zu geben. Zeugnis zu geben. Mit deinem Leben, aber vor allem mit deinem Mund. Ja, aber wenn ich Zeugnis gebe, immer danach ging es mir schlecht. Ja, das gibt's manchmal. Du hast einen Krieg losgebrochen. Aber ich meine, hallo, wenn du, Mensch, ärger dich nicht, spielst und du fliegst das erste Mal raus, jemand schmeißt deine Menschen raus, dann schmeißt du auch nicht alles hin und sagst, jetzt hör ich auf, ich spiele nicht mehr mit. Nein, im Gegenteil. Dann sagst du, so, jetzt erst recht und dann würfelst du 3 Sechser hintereinander. Und rennst nochmal eine halbe Runde und schmeißt alle raus, die unterwegs liegen. Mach das doch im Geist genauso. Manchmal möchte ich am liebsten sagen, sei doch nicht so eine Memme, wenn es zu den Dingen Gottes kommt. Sei doch nicht so ein Weichei, wenn es zu den Kämpfen Gottes kommt. Im Ausverkauf, da kämpfst du sonst was noch, dass du noch das und das und das ergatterst. Du kämpfst dich durchs Internet von Seite zu Seite, um deinen Traumurlaub möglichst billig zu buchen. Du kämpfst dich über den Flughafen zu Unzeiten und hierhin und dorthin und alles, nur um an irgendeinem überfüllten Hotelstrand oder sowas zu sitzen. Ja, Badetuch neben Badetuch, Leute rennen über dich die ganze Zeit. Aber du kämpfst bis zum Umfallen für diesen Urlaub. Und dann, wenn es zum Reich Gottes kommt, wenn es zu den Dingen kommt, die wirklich wichtig sind, plötzlich hast du vergessen,
ist so schwierig. Ich fühle mich nicht so. Wenn es der Herr gesagt hat, soll es der Herr auch machen. Also ich habe noch nie gesehen, dass einer so seinen Urlaub gebucht hat. Aber ich kenne viele, viele, viele Horrorgeschichten über Horrorurlaube. Und ich frage mich, wann willst du endlich erwachsen werden und schlau werden? Ich meine, das ist doch Kindergartenniveau. Irgendwann wirst du doch mal erwachsen. Und irgendwann ist es doch mal dran zu sagen, Herr, okay, lass es mich sehen, lass es mich erleben. Und wenn wir den Sprung, ich rede jetzt nicht von Einzelnen, Einzelne tun das. Aber ich träume davon, dass wir das als ganze Gemeinde schaffen. Dass es, sagen wir mal, von den Leuten, die 2 Jahre und länger in der Gemeinde sind, niemand gibt, der nicht weiß, wie man Heilung empfangen kann. Niemand gibt, der nicht weiß, wie man eine finanziell schwierige Situation abwendet. Dass es niemand gibt, der nicht weiß, dass in diesem Buch jede Antwort steht. Und allenfalls, wenn man sie selber nicht findet, dass man auch mal zum Pastor gehen kann und sich Rat holen kann und so weiter. Aber das ist, was ich noch zu wenig sehe. Ich sehe noch zu wenig Zeugnisse und ich sehe noch zu wenig Zeugnisse von Leuten, die Zeugnis gegeben haben, dass du Zeugnis gibst und das wiederum bringt andere in die Gemeinde. Wenn ihr auf Facebook seid, müsst ihr euch angucken, Pastor Manfred hat ein Zeugnis von Pastor Rodney Howard Browns Kanal gepostet. Und alle Christen schauen sich das an. Wow, ist das stark. Wow. Möchtet ihr am liebsten duf, duf. Wie, ich kenne hier in Schaffhausen genau solche Leute. Genau solche Leute. Warum kommen die nicht hier? Warum sind die nicht hier? Warum haben wir nicht solche Zeugnisse hier? Warum? Weil keiner geht und redet. Weil keiner rausgeht. Wie sollen sie hören, wenn niemand hingeht und predigt? Das sind die Werke des Geistes. Und es ist ganz leicht, wenn du die Frage hast, falls du die Frage hast, woran merke ich, ob ich im Geist wandle? Wenn du im Geist wandelst, tust du die vorbereiteten Werke. Ja, aber ich muss ja auch kochen und zur Arbeit gehen. Ja, und das weiß der Herr. Das weiß der Geist. Und auch das sind vorbereitete Werke. Manchmal, wenn Leute mit mir zusammen sind oder mich besser kennen oder so, dann sagen sie manchmal, wie schaffst du das alles? Das kann ich dir sagen, ich schaff's überhaupt nicht. Wir tun die Werke, die der Herr uns gezeigt hat. Jetzt haben wir eine Blockwoche vor uns. Außer am Dienstag habe ich jeden Tag Unterricht und am Freitag fliege ich nach Portugal. Am Donnerstag habe ich 5 Stunden in der Bibelschule. Ja, wie schaffst du das? Ist ganz leicht. Ich gehe sicher, dass ich mich am Morgen so viel wie möglich, möglichst nah an 100% dem Herrn hingebe. Und dann denke ich nicht darüber nach, ob ich müde bin oder wie ich mich fühle. Und dann habe ich mir eine gewisse Disziplin im Essen, Trinken und Schlafen angewöhnt, wo ich genau weiß, was mir gut tut und was nicht. Ich kann nämlich nicht zum Beispiel ein großes Mittagessen essen und danach noch 2 Stunden lernen. Ja, und so weiter. Und genau das ist, was der Herr möchte. Und dann wirst du deine Ergebnisse sehen. Und dann plötzlich poppt das auf und plötzlich passieren solche verrückten Dinge, dass jemand dich einlädt, den du gar nicht kennst. Das ist real. Und soll ich euch sagen, welche Temperaturen nächstes Wochenende voraussichtlich in Portugal sind? 20 Grad! So zwischen 15 und 20 Grad Sonnenschein. Und es wird gut. Der Herr ist mit uns. Ja, und die Flugtickets sind gebucht und die sind bezahlt. Und all diese Dinge sind so leicht. Und Pastor Manfred fliegt dann eine Woche nach Kopenhagen und wird dort predigen in der Bibelschule. Und ihr solltet alle am nächsten Sonntag hier sein. Und zwar 300%, am besten noch 5 Leute mitbringen. Und dann macht er mal ein Foto, ich möchte das nämlich sehen, wenn die 5 Leute da sind. Und Zeugnisse. Denn nur so werden wir das Werk, das die Aufgabe, die wir als Gemeinde haben, werden wir erfüllen. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe kein prophetisches Wort, ich gebe dir eins. Das sind 2 Dinge, 2 prophetische Worte, die Pastor Jens zum einen über der Gemeinde ausgesprochen hat, auch wenn er Pastor Manfred angesprochen hat. Ja, dann wirst du sehen, es ist zur Gemeinde gesprochen. Und das zweite, und erinnere dich auch dran, wenn du nach vorne gegangen bist, als Pastor Jens
aufgerufen hat bei diesem Aufruf, dann erinnere dich dran, was auch immer er gebetet hat, und bring das jeden Tag vor den Herrn und sag: Herr, ich werde nicht ruhen, bevor ich das sehe. Ja, und wenn du den Ausschnitt brauchst, dann kauf dir den Stick einfach und find es in der Predigt. Schau dir die Predigten wieder und wieder an. Das, wo, was dein Herz am meisten anspricht. Ja. God spoke to me, Gott hat zu mir gesprochen, that there is going to come a financially revival to this church and to the churches of this nation. Dass eine finanzielle Erweckung zu dieser Gemeinde kommt und zu den Gemeinden dieser Nation. If you are working at the marketplace, wenn du in der Geschäftswelt tätig bist, no matter what kind of work it is, but if you are working outside church, in society, egal welche Arbeit du nachgehst, aber wenn das außerhalb der Gemeinde irgendwo in der Gesellschaft ist, if you are a businessman, a businesswoman, egal ob du Geschäftsmann bist, Geschäftsfrau, God is going to touch you tonight. Gott wird dich berühren heute Abend. I believe the same anointing which touched the Tsunamite woman. Ich glaube, dieselbe Salbung, die auf die Tsunamiterin kam. The anointing which gave her the ability to get what she could not gain. Die Salbung, die sie dazu brachte, zu empfangen, was sie nicht erwerben konnte, touch this building. Wird dieses Gebäude berühren. Walk up here. Wenn du Geschäftsmann oder Geschäftsfrau bist, komm bitte hier nach vorne. Komm bitte hier nach vorne. Because God, denn Gott, is gonna open up a breakthrough for you. Wird einen Durchbruch für dich schaffen. God is going to release an anointing upon your life. Gott wird eine Salbung in deinem Leben freisetzen. In the same capacity as the Tsunamite woman received it. Der gleichen Kapazität wie die Tsunamiterin das empfangen hat. Father, I give you praise. Vater, ich preise dich. The moment we lay hands on you, der Moment, in dem wir Hände auf dich legen, this anointing will go straight into you. Wird diese Salbung direkt in dich hineinkommen. And you will start to see supernatural favor. Und du wirst übernatürliche Gunst sehen. You will see doors opening. Du wirst sehen, wie Türen sich öffnen. Market open. You will see new business relationships. Märkte sich öffnen, neue Geschäftsbeziehungen entstehen. As much as revival will break out inside the church, it will break out in your business. So wie Erweckung ausbricht in der Gemeinde, wird es ausbrechen in deinem Geschäft. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Überleg dir, ob du hier warst bei dieser Veranstaltung. Wenn du da warst, dann warst du in dem Gebäude, als diese Salbung ausgeteilt wurde. Dann hast du das empfangen. Und das Ding war nicht, dass Pastor Jens gesagt hat, Pastor Manfred, Erweckung wird in Schaffhausen ausbrechen. Du musst gar nichts mehr tun. Die Leute werden einfach, niemand muss irgendwas tun. Das ist nicht, wie es funktioniert. Der Prophet gibt ein Wort. Und wir nehmen dieses Wort und fangen an, unseren Lauf zu laufen. Jedes Mal, wenn du durch diese Stadt gehst und nimm deinen Ort, wenn du irgend in einem anderen Ort wohnst, jedes Mal, wenn dein Fuß auf irgendeinem Boden tritt, solltest du in deinem Herzen sagen, Erweckung wird ausbrechen. Herr, schick mir Leute zum Zeugnis geben. Du fängst an, zu den Leuten zu reden. Du lässt dieses Wort lebendig werden. Wenn du brauchst, bestell dir die Video- oder Audio. Es gibt Audiodateien, es gibt Videodateien. Bestell es dir und zieh es dir nochmal rein. Guck dir die ganze Konferenz nochmal an. Die Qualität ist wahrscheinlich besser als viele Filme im Fernsehen, kann ich dir sagen. Ja? Schau es dir an, hol es dir wieder. Lass es dir nicht rauben, nur weil die Zeit vorbei ist. Und dann fang an, darüber nachzudenken. Herr, was ist der nächste Schritt? Wie gehe ich in das rein? Was ist mein Teil? Und bete aus und sei in deinen Gedanken damit beschäftigt. Ich sagte, du hast weder ein Problem mit Parteiung, noch mit Zwisteleien, noch mit Selbstsüchtigkeit, noch mit Neid, weil du die ganze Zeit beschäftigt bist. Herr, wie können wir das sehen? Wie können wir das sehen? Und anstatt dauernd gegen die Begierden des Fleisches zu kämpfen, machst du nur noch eins. Du wandelst im Geist. Du jagst dem Geist nach. Und das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis, warum wir erfolgreich sind, Pastor Manfred und ich. Ich denke nicht dauernd darüber nach, wie ich mich fühle und wie es mir geht, sondern ich denke darüber nach, was können wir tun, dass die Gemeinde wächst. Herr, was ist das Wort, was du möchtest, dass ich predige? Manchmal sagt es mir der Herr längerfristig, manchmal ist es sehr kurzfristig. Aber ich habe festgestellt, meistens, wenn es der Herr mir längerfristig sagt, ist es nicht das, was ich denke, was ich vielleicht mal gerne wieder predigen würde. Aber das spielt keine Rolle.
weil ich will die Werke des Geistes tun. Ich will im Geist wandeln. Und das ist der beste Schutz, dass ich nicht dauernd kämpfen muss gegen die Versuchung des Fleisches. Denn wenn du auf dem Weg bist, zum Beispiel zum Zeugnis geben, wenn du auf dem Weg bist, zum Beispiel wir als Lobpreisteam jetzt die CD vorzubereiten, wenn du auf dem Weg bist, die nächsten Dinge vorzubereiten, wo und wie der Herr dich gebraucht, dafür zu beten, dass der Herr dir Leute zeigt, die jetzt bereit sind, Zeugnis zu empfangen, Evangelium zu empfangen, dann brauchst du niemanden, der dich dauernd daran erinnert, mach das nicht, weil du bist fokussiert und ausgerichtet. Und ich denke einfach, das ist das, was ich euch heute auf jeden Fall mitgeben will. Ich bin ein bisschen im Clinch, wenn ich ehrlich bin. Nicht nur, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, aber da müsst ihr für mich beten. Ich weiß, ich schaue zu wie Pastor Rodney Howard Brown. Ich kann es euch sagen. Ja, und ich finde, es gibt nichts Schöneres am Sonntag, als in der Gemeinde zu sein. Ja, aber der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist, worüber ich eigentlich ein bisschen nachdenke, ist, würde es einen Unterschied machen, wenn ich dir die Hände nochmal auflege und dir sozusagen eine nochmal Zweitstart-Salbung mitgebe? Oder soll ich euch einfach losschicken und sagen, jetzt mach endlich mal? Also, ich würde Folgendes vorschlagen. Wenn du denkst, du kennst dich am besten, und sei einfach ehrlich mit dir, wenn du denkst, ich sollte so eine Zweitstart-Salbung bekommen, dann komm einfach ganz schnell nach vorn. Wenn du denkst, ich sollte jetzt endlich mal machen, ohne nochmal, dann das. Aber wenn du Gebet möchtest, vielleicht können wir das zur Seite stellen, das Pult kurz, komm ganz schnell nach vorne. Halleluja, Halleluja. Und jetzt weiß eigentlich jeder, was er zu tun hat. Geh hin, fang wieder dort an, wo du aufgehört hast. Wir wollen einfach diese Stadt erreichen. Das ist nicht eine Option. Das ist nicht einfach so mal dahingesprochen. Und wenn wir hingehen, der Herr, ich glaube, dass der Herr jeden von uns segnen wird, in seinem Bemühen Zeugnis zu geben. Egal wo du stehst, es spielt keine Rolle, wie gut du es machst oder nicht. Es ist immer der Herr, der durch dich zu der Person redet. Und wenn du gar keine andere Idee hast, wie du das machen kannst, dann geh einfach am Samstag mit Sarah und David und Stefan auf die Straße zum Evangelisieren und sag einfach, Sarah, kann ich mit dir zusammen gehen und zugucken, wie sprichst du Leute an, wie machst du das? Oder mit dem David oder mit dem Stefan, jemand, der schon mehr Erfahrung hat. Und dann sei kühn. Halleluja. Und du wirst sehen, das bringt dein ganzes Leben wird auf eine neue Ebene gehoben dadurch. Amen. Seid gesegnet, habt eine gute Woche.